Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Und ja, meine Haare sehen heute sehr... Hier sieht man das gut. Sehr kurvig aus, weil Laura heute mein Glätteisen einfach mitgenommen hat. Grüße geht auf jeden Fall an dich raus, Laura. Wir haben es jetzt gerade 5 Uhr und wir haben so einen geilen Sonnenuntergang bei uns. Hier sieht man auf jeden Fall den, naja, wunderschönen Sonnenuntergang. Meine Kamera ist irgendwie zu doof dafür, die Belichtung gut einzustellen. Naja, aber wir haben gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang. Und übrigens ist heute ein Paket hier von mir angekommen. Und zwar, ich habe ein Oberteil bestellt, aber in 2 verschiedenen Größen, weil ich habe keine Ahnung, welche Größe ich habe. Also bei mir ist es immer unterschiedlich. Mal habe ich die Größe, mal habe ich die Größe. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal dieses Oberteil an. Okay, in 3, 2, 1. Okay, Leute, ich habe dieses Oberteil hier bestellt und ich bin völlig zufrieden damit. Und man sieht mich hier gerade in meinem Spiegel. Peace. Also ehrlich gesagt bin ich mega zufrieden. Und ich sehe auf einmal irgendwie aus wie eine ganz andere Person. Aber ihr könnt ja mal hier oben jetzt abstimmen, ob mir dieses Oberteil steht und ob ich es behalten soll. Also ich finde es mega, aber ich glaube, ich werde es so oder so behalten. Ich glaube, ich werde dieses Oberteil jetzt einfach mal über meinen Vlog anlassen. Wenn ihr jetzt übrigens fragt, woher ich dieses Oberteil habe, das habe ich von Asos oder Asos oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, Moment. Genau so sieht die Marke aus. Und nein, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Und übrigens bin ich gerade alleine zu Hause. Heißt, ich kann wieder richtig laut sein und das machen, was ich möchte. Weil normalerweise, wenn irgendjemand zu Hause ist, dann laufe ich nicht so durchs Haus. Eigentlich bin ich da... warum brennt hier das Licht? Ich dachte, ich bin alleine zu Hause. Hallo? Und jetzt befinde ich mich gerade in der Kitchen und hier ist meine Welt. Ja, was laber ich? Meine Eltern sind übrigens gerade einkaufen, das heißt, nachher gibt es wieder richtig fett Essen. Und ja, ich glaube, ich gönne mir jetzt ein bisschen Apfelmus. Weil Apfelmus. Nochmal. Ah. Perfekt. Nein, Spaß, ich mache kein ASMR-Video. Aber momentan sagen mir mega viele, dass ich mal ein ASMR-Video machen soll. Halt wegen den Nägeln jetzt, weil sich das dann so geil anhört. Aber das wäre doch ein bisschen cringe, wie man das sagt. Genau, dann wäre das auch ein bisschen cringe, oder? Diejenigen, die sich jetzt gerade mein Video anschauen und dabei essen, guten Hunger. Gracias. Warte, das heißt doch danke. Ich meine, bien. Oh, okay, die eine haben wir hier schon mal gefunden, ne? Hier, du bist natürlich am Start, ne? Aber wo ist Kira? Ich passe auf, ich weiß, wie ich sie hole. Ich schüttle jetzt einfach hier. Und gleich kommt sie. Kira! Ich höre sie. Kira, da bist du! Komm mal, esse! Hallo, komm. Ja, voll, ja, du auch. Ja, komm beide. Und genau so kann man eine Katze zu sich locken. Die zerbeißt es nicht mal, die schluckt es einfach runter. Hört mal zu. Die beißt es... Alter, die beißt es nicht mal durch. Aber Leute, ich würde sagen, kommen wir jetzt einfach direkt zu meinem Titel. Und zwar in meinem Titel steht, dass ich bedroht wurde. Ja. Ihr fragt euch jetzt bestimmt so, Isabel, wie du wurdest bedroht. Ich wurde auf eine lustige Weise bedroht. Also das ist jetzt nicht ernst gemeint oder so. Also... Ich wurde schon bedroht, aber auf eine Hate und lustige und unnötige und sinnlose... Leute, ich habe nämlich heute mal wieder meine E-Mails abgecheckt und dann habe ich da so eine E-Mail gesehen. Rate mal, was im Betreff stand. Eine Drohung. Eine Drohung. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir so... Was? Ja, ich gehe jetzt auf diese E-Mail und ich würde sagen, ich lese euch diese E-Mail einfach vor. Lehnt euch zurück und entspannt euch und hört einfach zu, was er oder sie oder es geschrieben hat. Ich lese euch es jetzt mal vor. Hallo, it's Misabel. Ich bin heute auf deinen YouTube-Kanal gestoßen und ich finde deine Videos zum Kotzen. Alle zum Kotten. Du wirst in deinem Leben nichts erreichen. Und dein Ziel wirst du auch nie erreichen. Ich bin ein Riesenfan von Hey Moritz. Es fängt schon wieder an. Ein Riesenfan von Hey Moritz und kenne ihn schon sehr lange. Und du hast es nicht verdient, dich mit ihm zu treffen. Zu treffen? Ich glaube, du meintest ertreffen. Ich glaube, du hast nur wegen
F-A-M-E mit ihm geschlafen. Du bist die größte Schande für vor Europe. Also bitte hör auf, sonst werde ich dich zerfetzen und deinen Kanal löschen. Liebe Grüße, am Ende vor allem noch liebe Grüße. Och Gott. Kurzes Statement, also erstens, du findest meine Videos zum Kotten. Okay, du wirst in deinem Leben nichts erreichen, dein Ziel wirst du auch nicht erreichen. Ich werde mein Ziel definitiv erreichen oder ehrlich gesagt kämpfe ich darum, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe es nicht verdient, mich mit ihm zu treffen. Ja, ich weiß nicht, warum ich es, warum denn? Also, was habe ich dir angetan? Derjenige oder diejenige ist anscheinend neidisch, dass ich mich mit ihm getroffen habe, keine Ahnung. Du hast nur wegen Fame mit ihm geschlafen. Ich verstehe es nicht, dass ich mit ihm wegen Fame geschlafen hätte. Okay, warum nicht? Also nein, ich meine, nein, habe ich nicht gemacht, nein. Und dass du bist die größte Schande vor Europe. Also Europe kennt man auf jeden Fall. Also bitte hör auf, sonst werde ich dich zerfetzen und deinen Kanal löschen. Aber vor allem das am Ende mit Liebe Grüße. Das ist das einzige Nette, was sich in dieser E-Mail befindet. Ja, okay, hallo, It's Isabel ist auch noch nett. Ich habe euch die E-Mail jetzt einmal mal vorgestellt und vorgelesen, weil ich glaube, euch interessiert wirklich mal, was ich so für Nachrichten bekomme. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil solche Nachrichten bekomme ich wirklich ständig. Also so eine extreme jetzt nicht. Und Leute, weil wir ja schon fast wieder am Ende des Videos sind, haue ich jetzt noch einen coolen Turn-Move raus. Okay, Leute, ich habe meinen Move, also passt auf. Okay. Mein Tour-Move für heute, Leute, nice. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me Army. Boah, das war gerade clean, oder? Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und peace out.